Es wurde wahrscheinlich zu oft gemacht oder so, dann haben die das entfernt. Ja. Ja, wahrscheinlich haben die dadurch zu viel Geld verloren, weil es ja schon sehr viel ist. Ja, wenn du ein Spiel für 70 Euro kaufst, das ist mal 5, das sind 350 Euro, dann haben die praktisch 280 Euro verloren. Das ist dann schon mit der Zeit viel. Das Das ist verstehen. jetzt wie bei Xbox so ähnlich Owen mit und ich sind Gold, bei ne? diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen. Nee, ich meinte, hier bei Xbox muss man, um online zu spielen, Gold bezahlen. Jetzt muss man ja PlayStation auch was bezahlen. Das meinte ich. Ja, früher war das ja kostenlos online bei PlayStation. Ja. Ja gut, aber bei PlayStation gibt es ja sowas Ähnliches wie Play Game Pass, die haben doch auch sowas. Lol. Siehst du mal an Xbox alles nach? Die machen online, für online muss man bei Xbox bezahlen, machen die das auch. Die Xbox hat Game Pass, Sony auch Game Pass, also. Und dann wird noch drüber gesagt, was besser ist. Also die machen doch alles von Microsoft nach und nicht andersrum. Hoffentlich. Ja, dann haben wir auch mal exklusiv. Also, die haben ja Spider-Man. Was schlimm genug ist, dass sie das nur haben und wir nicht. Ja, dann hätten wir auch mal was. Hätten wir jetzt mal. Gut, COD kannst du jetzt mit Spider-Man nicht vergleichen, aber. Hätten wir ja. Wenn man COD kommt, nur noch auf Xbox raus, nicht mehr auf PlayStation. Ne? Das wäre auch super. Für die ganzen PlayStation-Spieler, die COD spielen. Ne? Da, richtig. Die würden sich dann alle eine Xbox kaufen, wenn die keinen COD mehr auf der PlayStation spielen könnten. Der Mann, zack! Ja? Für COD lohnt sich das eigentlich nicht. Dann würde Sony pleite gehen, zack, aus, Nikolaus. Ja, Spider-Man ist schlimm genug, dass die nur PlayStation haben. Ich würde so gerne Spider-Man spielen, das ist so super. Nee, nur PlayStation, ey. Scheiße. Mehr Exklusiv-Scheiße. Müsste alle Spiele auf allen Konsolen geben, das wäre doch super. Hätte man jetzt so einen Mumpitz. Ja, hier God of War auf Xbox spielen zum Beispiel, das wäre super. Aber ne, man muss halt immer Verträge und ach Gott. Früher war das alles besser, also. Ja, war es nicht so kompliziert, Und ehrlich. nichts, Also. das sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und Ja. beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben Und hast genauso schon wie wo lange jedes gespielt? andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel Schlafen. finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. Oh.
Ja. Einfach. Warum musst du nervös sein? Das ist ja keine Prüfung. Das ist ja lustig, Prüfung. Achso. So. Statusprüfung, Mensch. Und hast du schon mal Jurassic World gespielt? Ja, super. Aber Jurassic, also den Film kennst du schon. Früher Jurassic Park, Mumpitz. Jetzt heißt er Jurassic World, weil es größer ist. Und Walt, die Filme kennst du auch? Ja, ich. Ja, früher ist es ja Jurassic Park, jetzt heißt es ja Jurassic World. So. Ob du die neueren Jurassic World Filme kennst, meinte ich. Ja, und den neuesten? Nee, also ich habe alle von Jurassic World nicht gesehen. Früher Jurassic Park, ja, aber World nicht. Gar keinen. Also nicht. Ich glaube schon, kann sein. Es ist so lange her, also ist möglich, ja. Ja, war Taiwan das. Von Jurassic Park, ne? Nee, transportieren. Oh. Dr. Duer, Lambert hier. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden.
Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Betäubt den Arsch oben und da unten auch. Ja, schon. Ja, meinst du jetzt Gäste oder? Meinst du jetzt Gäste? Ja. Ja, da können ja Gäste verschluckt werden, also die, wenn die ausbrechen. Und dann kann ihr Handy klingeln, weil ich im Magen so. Produkt wird eingesammelt. Das muss dann halt behandelt werden. Ja, das war im ersten Teil, glaube ich, nicht. Das klingelt dann noch so, klingelingeling, muss ja zum Doktor, das muss rausoperiert werden, alles. Will. Ja, man hat da so ein extra Gebäude und dann kommt er halt hin, wird er behandelt. Aber das war ja kein T-Rex, das war noch. T-Rex hatte ich bis jetzt noch gar nicht. War selten. Ist ja jetzt hier E-Kampagne, ist nicht. Aber schon gut gemacht, weil der erste Teil war ja einfach nur, da war ja keine Story, da hast du einfach in einem, hast da dein eigenes aufgebaut, hast die Aufgaben gehabt, fertig. Und im zweiten Teil gibt es da richtige Kampagnen, bist an verschiedenen Orten und dann ist da ein bisschen Unterschied da. Gibt auch mehr Gebäude und so, glaube ich. Also das kannst du richtig durchspielen, den ersten Teil konntest du nicht durchspielen, es war einfach nur ein Park. Und hier haben die das. Und dann nochmal eine Story und dann haben die dann auch so noch Sandkasten, wo du dann halt deinen Park aufbauen kannst und so. Zustellung abgeschlossen. Ja, ich kenne den ja. Ach, in der Ark. LOL. Ja, damit zu tun. Macht doch Fast and Furious 10. Nur mit Cena. Das Lustige ist ja, auf Amazon Prime gibt's den 9. Teil in Prime. Aber die anderen musst du kaufen. Bei Amazon. Nur der 9. Teil ist im Prime. Der Rest 1 sagt, Dings da,
Ich muss ja alle kaufen, das ist irgendwie lustig. Nur ein Teil in Prime, der neueste praktisch. Nee, nee, ich hab's nur gesehen. Weil ich den 9. geguckt hab, der war ja in Prime. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und diese Zwischendinger da, die sind alle nur zu kaufen, das ist irgendwie lustig. Der neueste ist in Prime, der Rest nicht. Das ist irgendwie komisch, ey. Ja, weil denn das Lustige daran meine ich ja, dass der neueste im Prime ist und der Rest nicht. Das ist ja das Komische. Ja, und wenn alle anderen im Prime wären und der nett, wäre ja auch in Ordnung so. Ja, mit der Zeit wahrscheinlich, ja. Zeit. Oder die kommen auf anderen Streaming Services oder vielleicht ist Netflix. Ja, das ist wegen Vertrag so. Die können das ja nicht überall raushauen, das ist ja. Ah, steht das nicht bloß geholt jetzt. Also, schlaf, okay. Ah ja, dann ist es, kannst du auch Simpsons gucken, wenn du willst. Ja, das Simpsons gucken, Family Guy. Ich weiß ja nicht, ob du. Was? Ja, dann guckst du es ja, kannst du es ja auch gucken. Da gibt's ja die. Da gibt's ja jetzt bei Disney Plus die 33. Staffel. Komplett. Also du kannst die komplett neuesten Staffel kommen jetzt immer auf Disney Plus und dann kannst du halt gucken, wenn du Simpsons guckst. Anscheinend guckst du es ja. Ja, auf Disney Plus kannst du dann in Erinnerung schwelgen, so Simpsons gucken und so. Das ist ganz gut. Also. Ne. Natürlich, ja. Ja, heutzutage schon. Das ist ja nicht auch so. Das ist ja normal so, weil. Ja, deswegen gucke ich ja kein Fernsehen mehr so. Ich gucke ja nur noch Streaming-Scheiße. Ich gucke ja auch kein Fernsehen mehr. Nur Streaming-Mist. So. Aber. Einen Saurier sterben zu sehen, den wir wiederbelebt haben. Aber leider ist eines unserer Tiere gestorben. Entferne den Kadaver aus dem Gehege, bevor er Krankheiten verbreitet. Ajo.
Scheiße, mein Gott. Hab ich vergessen, da Futter hinzutun, jetzt ist der verhungert. Ja, scheiße. Aber ich das denn immer. Das ist ja scheiße. Verfault, ey, Scheiße. Das sind doch Bäume, die davon X fressen. Na, scheiße. Mist. Neue Tiere holen, weißt du? Sehe ich auch irgendwas in Deutschland? Nee. Nur in Amerika gibt es genug so. Was haben wir denn hier? Ja, glaub schon. Ja. Wie Homer, weil ich USA, USA. Okay. Na gut, wenn du es magst, dann kannst du da alle Folgen komplett. Zack. Transport hat begonnen. Ja, den Film habe ich ja. Den finde ich, das ist gut. Das haben wir. Das ist super. Hallo. Hallo. Gut. Interessiert den Toten, mein Gott. Nee, das ist wieder so ein Bullshit. Da kommt die Erzieherin rein. Pascal! Der Pascal ist schon gescheuert. Ich wollte nur gucken. Nein, du darfst es hier nicht, du Arsch. Vielleicht ist es ganz laut, weil ich schon ganz verwundert war. Ja, da würde ich dir nicht vertrauen, wegen der André. Ja, Werbung für Auto oder was?
Nee, die vertraue ich doch nicht. Da ja auch mal fick dich, ich. Da mal Hand. Pflanzengeld, Dipolodocus. Pascal. Ja. Ja, so ein Scheiß, Alter. Und dann habe ich mir das angeschaut.
Effekt auch auf einmal an, die ganze Zeit schwer zu kontern und dann halt wir am Ende so, ja, wir haben ja 5-6 Mal schwer gekontert. So was, was wir ja aber nicht gemacht haben. Jedenfalls nicht. Haben wir auch mitgemacht. Vor Jungs, nochmal. Ja. So, das ist dann halt so Sachen, weil bei denen dann vielleicht irgendwas nicht passt bei uns, dann kommt dann so Argumente oder so Sachen. Und, aber auch so das mit dem Umlauf, mit dem Fischer gegen den Laufen vorher. So. Aber macht es selbst ganze Zeit so, oder was halt ganze Zeit, aber auch häufig. Und es war da halt immer in dem Moment, hat sie sich abgefuckt gefühlt, wo ich dann gefragt habe, sich beschwert. Oder ist das so? Oder eigentlich, obwohl für mich alles korrekt war. Für mich war alles dann korrekt. Das war so eine x-te Vorgehen. Warum soll ich die x-te Vorgehen? Warum soll ich jetzt so ein Flipper? Ja, du darfst halt nicht ganze Zeit spammen, nicht ganze Zeit x-spammen, aber hast du ja nicht gemacht. Du hast ja geschlagen, hast du dann hast du halt die Ecke geworfen oder rausgeworfen, weil ja, so mit rauswerfen, also habe ich aber auch gemerkt, so, da wolltest du die eigentlich auch die ganze Zeit in die Ecke werfen und du hast die rausgeworfen. Das war ja nicht mal deine Absicht. Guck mal, die Erkenntnis, so, die packt sich irgendwann drauf ab und sagt, ja, du schmeißt schon ziemlich oft raus. Man sieht doch, dass du gerade den Gegner benommen gemacht hast und gerade hacken willst, in die Ecke zu gehen. Und man muss sich vor, die tut sich da irgendwie in der ersten Hälfte beschweren, dass man da irgendeinen Gegner nicht richtig in die Ecke so bekommt. So, aber beschwert sich dann bei dir, warum du den ganzen Gegner rausgibst. So, ja, halt super. Das war ja keine Absicht. Nee, war keine Absicht. Die Meckert-Kiel habe ich gesehen. Weißt du, wie sich noch in der Liga bleibt, dann, wenn es so weitergeht. Also, guck mal, ich. Ich tue ja jetzt schon seit dieser Woche, schwitze ich überhaupt nicht mehr bei den Matches. Guck mal, die Hälfte der Matches habe ich jetzt auch schon wieder, okay, das mit Gerstin kann man nicht sehen, aber. Aber so der, wo ich eigentlich so. Keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich den Oberkörper von dem Rot schlagen, so am gelben Oberkörper, wenn ich dann so, aber ich mache halt nicht mehr. So, aber das ist trotzdem besser bei irgendwelchen Spielen, Weißen und sowas. Ja. Keine Ahnung, wenn das so viel Kritik verpackt wird, ist kein Spaß, ich weiß nicht. Ist so, ne? Ich hab mich kaum getraut, weil die Menschen auf die Hand sind. Weil die da kommen zu eben noch falsch. Ja, genau. Irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Das ist halt immer irgendwie gemeckert, so. Wir hatten so was, alles entspannt, da hatten wir uns geregelt, da hat drüber geredet und dann hat man sich geändert, so, aber wir scheinen wir dann ja trotzdem eher so verfestigt. Ja, aber stehen wir ja auch schon so, dass sie sich, dass die sich da wirklich so den Kopf abpackt, wenn es mal passiert. Und was willst du machen, was für ein Match willst du, wenn du aus 1,5 Stunden Match rausholst? Ja, ist doch klar, dass du dann endlich was wiederholst. So, weißt du, so mal Schläge machst, dann. Ja. Dann haben sie sich auch so gefragt, dass es da diese starken Kombos gibt. Ne? Dann darfst du nicht. Dass man dann auf einmal nicht X, X und B drücken darf oder dass das auch nicht scheiße ist und so. Weil, keine Ahnung, das hat sie jetzt. Macht halt. Weiß nicht. Vor allem der Dings, der sich noch gewalt haben muss. Haben sich aufgeregt am Ende noch, ne? Haben sich. Ja, das ist alles. Produkttransport wird durchgeführt. Transportiere Produkt. Produkt unterwegs. Wurde abgeschlossen. Transport abgeschlossen.
Transport beendet. An das gesamte Personal, unser Wetterdienst meldet einen herannahenden Sturm. Bereithalten für weitere Anweisungen. Nee, macht er nicht. Aber der Dings macht's.
Hallo? Nö. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Nee. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ja, gegen Alex. Gegen Alex. Ja. Ja. Jo. Bestätige Produktzustellung. Na, richtig. Ja, das war eine gute Zeit. Ja. Produkt zugestellt. Nee, Y. Ja, Finisher, Signature war bei Y, doch, ja. So. Ja, genau, ja. Ja, weiß ich nicht. Ja gut, aber warte mal, André, warte mal, André. Vom Gameplay jetzt her, ja, aber das Kontern war in 20 schon so ähnlich. Da war auch Y schon Konter. Ja. Ja, das haben. Ja, aber sonst das andere ist neu, aber das Kontern mit Y gab's auch schon. Da ist es komplett neu. Ja, in 23 kann man jetzt zwei Paybacks haben. Widerstand und Move-Deep oder was. Also jetzt auswählen, zwei Stück. Ah jo. Ja, Move Deep war früher verboten. Da gehen wir. Ist auch verboten. Zu machen. Weiß. Nee. Payback gab's doch noch nicht, wo Widerstand draußen war. Seitdem Payback gibt, ist Widerstand im Payback. Früher hast du aber immer Finisher verloren, wenn du Widerstand benutzt hast. Da gab's ja drei verschiedene Level.
Und beim letzten Mal konntest du zweimal Widerstand benutzen, hast aber zwei Finisher verloren. Jeweils. Also insgesamt vier Finisher verloren. Das war eigentlich nicht schlecht. Finisher verlieren für Widerstand. Warum nicht? Und heutzutage kannst du es so benutzen. Hast du schon das Hauptmenü gesehen von 23? Ja, kannst du ja angucken. Ich habe ja ein Video reingeschickt. Ja, wo er Sina aussieht, da sieht man, dass es 2 ist. Aber Hauptmenü sieht schon cool aus. Ja, Titan Drones wechseln, das ist schon in Ordnung. Der Internet-Element, ja, stimmt. Ja. Ja. Das war schon seit Jahren weg. Ja, das war super. Das war zuletzt ein 2K14, glaube ich.
Ja, ich habe geschlafen. Nee, ich war so, ich habe ja schon um 8:30 geschlafen. Nee, ich habe ja schon um 8:30 geschlafen, weil ich war so fertig. Nee, ich habe 12 Stunden lang geschlafen bis um 8. Ich habe 12 Stunden geschlafen bis um 8. Weil ich gestern Abend so fertig war, weil das wieder gekickt hat und deswegen bin ich halt schlafen gegangen. Ja, meine Schilddrüse. Sag mal, wie oft habe ich das hier erzählt? Nexus war da und da warst du auch da und du kriegst das nicht mit? Das weiß sogar Anub, glaube ich. Und du läufst wieder wie ein Blinden durch den Wald oder was? Natürlich habe ich ein Problem damit. Was? Ja, genau. Ja, das Müdigkeit, motivationslos, Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen und sowas. Aber ich nehme halt Tabletten, aber manchmal werde ich trotzdem sehr stark müde am Abend, sehr schnell. Und das hatte ich gestern. Deswegen war ich gestern so plötzlich weg. Da war ich um 8:30 schon offline oder so. Ich bin jetzt müde. Das habe ich nicht mehr so oft wie früher vor den Tabletten, aber wahrscheinlich ist es halt noch. Das komische Match kann man auch später machen, mein Gott. Ja, natürlich. Ich sag mit der Müdigkeit mal schon. Nö. Ist halt Motivationslosigkeit, Stimmungsschwankungen, also das hatte ich früher verstärkt, heute nicht mehr so. Vor den Tabletten. Morgens nehme ich eine Tablette vor dem Frühstück und dann fertig. Ja. Ja. Das hat damit doch nichts zu tun. Ja. Ja, die produziert ein Hormon. Ja, wo man wach ist. Ja, genau, ja. Wenn man Überfunktion hat, dann ist man dünn und ist immer fit. Und ist immer gut gelaunt. L-Thyroxin. Und bei dem anderen, bei der Überfunktion... Bei der Überfunktion kann man ich habe ja Unterfunktion, aber an der Überfunktion kann man auch sterben. Bei der Überfunktion kann man sterben, weil man da abnimmt. Man nimmt immer weiter ab. Und bei der anderen nimmt man halt zu, und das ist dann ja nicht schlimm. Ich habe jetzt auch eine gute Verbrennung, deswegen ist es nicht so. Aber am Körper, wenn ich was esse, ist es schnell verdaut, habe ich schnell wieder Hunger. Und wenn ich das andere hätte, würde ich immer mehr abnehmen, dann würde bei mir über die Knochen sehen, wäre ich so ganz dünn, daran könnte ich sterben.
Ne, man nimmt das, das Hormon wird ja nicht richtig produziert, deswegen nimmt man so und so zu, auch wenn man wenig isst. Das ist halt hormongesteuert, dass es mal zunimmt, ja. Jetzt nehme ich nicht mehr zu, aber am Anfang halt. Ja. Ja, ich nehme momentan ja nicht mehr.